Hallo liebe Abonnenten, schön, dass ihr uns wieder zuguckt und dass ihr uns abonniert habt natürlich. Wie immer, wenn der alte Bauer auftaucht, sind es Krisenthemen und deswegen würden wir heute gerne mit euch über Qualzuchten reden. Wir waren da ja mit der Stabsstelle Tierschutz der Landesregierung in Baden-Württemberg aktiv und würden da jetzt einfach ganz gern noch ein paar Sätzchen dazu sagen. So, bevor wir jetzt über Qualzuchten reden, möchte ich mal ein riesiges Dankeschön loswerden. Zum einen an euch alle, die uns guckt, und an diejenige Person, / diejenigen Personen, die uns ein neues Video-Equipment geschenkt haben. Ich hoffe, das Video wird jetzt natürlich noch um tausendfach besser, als es bisher schon immer war. Aber ich finde es total klasse und freue mich total und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. So, Qualzuchten. In Deutschland gibt es ein Tierschutzgesetz und dieses Tierschutzgesetz sagt in § 11b, dass es grundsätzlich verboten ist, Tiere mit Merkmalen zur Zucht zu verwenden, die vermeidbare Schmerzen, Leiden und Schäden bei den Tieren verursachen. Und jetzt könnte man meinen, die Welt ist in Ordnung und niemand züchtet irgendwelche Tiere, die quasi mit angeborenen, aber modisch relevanten Behinderungen auf die Welt kommen. Das ist überhaupt nicht so. Jeder, der schon mal in einem Straßencafé gesessen hat, sieht Möpse, Bulldoggen, beides Hunde, die bei über 25 Grad Gefahr laufen, zu ersticken oder einen Herzinfarkt zu kriegen. Wir kennen Haubenenten, Haubengänse, die haben dann ein Loch im Schädeldach, wenn es dumm geht, und in dieser Haube kann das Gehirn reingedrückt werden. Wir haben bei Kaninchen, Qualzuchten, alles was Schlappohren hat, kriegt Probleme mit dem Innenohr. Viele Tiere, die so auf Kindchenschema gezüchtet worden sind, also runde Köpfe, große Augen, können wir anfangen bei der Perserkatze und aufhören beim Zwergkaninchen, haben häufig auch Probleme, weil einfach die innere Nase zu kurz ist oder weil die Augenhöhlen zu groß sind. Aber wenn man so an Chihuahuas zum Beispiel denkt, dann begegnet uns da so manches und wir sehen, dieses Verbot steht auf Papier und ist im Grunde ein zahnloser Tiger. Wir haben einige Tierarten, da ist es mittlerweile etabliert. Es gibt ein paar Fische, wo man sagt, die sind einfach nicht mehr, dürfen nicht mehr gezüchtet und gehandelt werden. Das sind diese aufgedunsenen, wirbelsäulenverkrümmten Goldfische zum Beispiel. Schleierschwänze, die nur noch am Boden liegen können, oder diese blasenäugigen Goldfische, da ist es soweit, da hat der Gesetzgeber gesagt, die will er nicht mehr sehen. Aber bei allem anderen, und im Nutztierbereich ist es ja ähnlich, ist da noch sehr, sehr vieles unterwegs, was uns Sorgen machen müsste. Warum fange ich jetzt mit den Kaninchen und den Hunden an? Einfach um zu zeigen, das ist kein Thema, das primär in der Terroristik im Vordergrund steht. Sondern wir arbeiten ja in der Regel mit Tieren, die naturbelassen sind und die im Grunde der Wildform entsprechen. Was mir aber auch ganz wichtig ist, ist, dass nur weil man Themen anspricht, weil man Problemfelder vielleicht ankratzt, heißt es nur lange nicht, dass die Tiere morgen verboten sind, sondern letzten Endes wünsche ich mir, dass wir aus unseren eigenen Reihen heraus vielleicht Themen ansprechen, erkennen, sie klassifizieren und sie versuchen wegzukriegen. Ich bin überhaupt nicht fit, wie man welches heterozygote Tier mit welchem heterozygoten Tier kreuzen muss und ob es dann in der 12. oder in der 17. Generation da einen weißen Fleck hat, wo wir den haben wollen. Da bin ich völlig raus. Das wisst ihr, das wissen die Züchter. Aber ich denke, es wird vermutlich doch im Interesse aller sein, wenn wir wissen, dass bestimmte Zuchtformen oder bestimmte genetische Linien mit Problemen behaftet sind, dass wir mit denen vielleicht nicht unbedingt weiter züchten wollen. Und ich war immer und bin es auch immer noch ein großer Freund, dass wir quasi in unserer kleinen Community diese Themen besprechen
und aus der Community heraus versuchen, eine Lösung zu finden. Ich denke, es ist völlig unnötig, dass der Gesetzgeber jetzt sagt, oh, die Terrarianer züchten Morphen oder was auch immer. Das ist ganz böse, sondern ich denke, wir sollten alle ein bisschen darauf achten, dass halt die Tiere, die wir nachziehen, nicht mit, ich sag's jetzt einmal ganz flapsig, mit Behinderungen behaftet sind. Und darum geht es mir eigentlich, darum ging es mir auch gemeinsam mit der Stabsstelle Tierschutz aus Baden-Württemberg, dass man auf das Thema aufmerksam macht und Lösungen sucht. Ich möchte da jetzt so als für mich ganz einschneidendes Beispiel die Ophelia nehmen. Das war dieser weiße Alligator, der 2022 vom Zoll hier am Flughafen aufgefunden und beschlagnahmt worden ist. Und da ist mir wieder mal klar geworden, wie erheblich das eigentlich ist, wenn so ein Tier ein Albino ist. Die Haut von Krokodilen, also zumindest die Oberhaut über den Osteodermen, ist ja relativ dünn, ist sehr empfindlich. Und albinotische Tiere haben zwei große Problemfelder, über die wir einfach nachdenken müssen. Das eine ist das Fehlen von Pigmenten in der Haut, die dem Organismus erlauben, mit UV-Licht, und zwar nicht nur dem UVB-Licht, das das Tier braucht, um Vitamin D zu bilden, sondern vor allem auch mit dem UVA-Licht, das eigentlich fürs Wohlbefinden der Tiere wichtig ist, für ihre Aktivität wichtig ist, dass es mit dem ordentlich umgehen kann. Wir alle wissen, UV-Strahlung kann schädlich sein. Jeder, der mal einen Sonnenbrand hat, weiß das. Und Sonnenbrand ist halt so ein gutes Stichwort, das wir eben bei diesen weißen, bei diesen albinotischen Tieren im Hinterkopf haben müssen. Gerade bei Reptilien, die eben sehr sonnenexponiert leben. Und so ein Alligator, der hat ja einen Ferguson-Index von 4. Also der will ungefiltertes Sonnenlicht über viele Stunden, der braucht eine hohe Menge an UV-Licht und nutzt die durch sein normales Verhalten ja auch absolut aus. Das kann die Ophelia nicht. Die kann sich nicht ins normale Sonnenlicht legen. Die kann man auch nicht im Terrarium mit stark UV-emittierenden Terrarienlampen ausstatten, weil das Tier schlicht und ergreifend Zellschädigungen, Hautschädigungen kriegt, nennen wir sie Sonnenbrand. Also die würde, wenn sie sich, wie es ihr Verhalten eigentlich vorgibt, in die Sonne legt, mit einem Sonnenbrand rausgehen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dieses Tier hat rote Augen. Rote Augen sind um ein Vielfaches lichtempfindlicher, weil die pigmentierte Iris sehr viel Lichtmenge rausnimmt, um eben die Netzhaut nicht zu beeinträchtigen. Und bei ihr fällt es weg. Das heißt auch, was die optische Wahrnehmung, die Lichtempfindlichkeit der Augen angeht, ist so ein Albino einfach nicht auf der Sonnenseite des Lebens angekommen. Deswegen sollten wir uns überlegen, so cool die auch sein mögen, ob wir die wirklich züchten müssen. Ja, jetzt haben wir über einen weißen Alligator geredet. Das ist ja eigentlich eher die Ausnahme. Es gibt aber eine ganze Vielzahl von Schlangen, die mit Albinogenen gezüchtet werden. Teils bei der Kornnatter, da kenne ich sie, Blizzard und wie die alle heißen, also alle dunklen Pigmente fehlen. Hier ist das Problem durchaus vergleichbar. Jetzt haben wir aber bei den Schlangen allein durch die Fütterung und die Art und Weise, wie wir sie halten, Gott sei Dank den Vorteil, dass die Tiere häufig gar nicht so einem starken UV-Licht ausgesetzt sind. Wenn wir aber in die Echsenecke gucken, wir haben grüne Leguane in Zitronengelb, in Himmelblau, in Orange. Auch denen fehlen maßgeblich Pigmente, die sie eigentlich brauchen, um mit dem UV-Licht in der Sonne entsprechend umgehen zu können. Man kann das, glaube ich, durchaus vergleichen mit Menschen afrikanischer Herkunft, die ohne weiteres mit UV-Licht gut auskommen können, die da kaum Probleme kriegen, und uns Europäern, die wir ja blass geworden sind um das wenige UV-Licht, das wir hier haben. Wenn man so einen Wetterbericht, den UV-Index mal anschaut, der ist hier nicht sehr hoch. Deswegen haben sich die Menschen, die mehr Richtung Polnähe leben, zu blasshäutigen Menschen entwickelt, um dieses UV-Licht aufnehmen zu können. Aber wenn wir mit diesem UV-Licht konfrontiert sind, dann kriegen wir im Gegensatz zu einer dunkelhäutigen Person Probleme.
Wenn wir weiter bei den Echsen bleiben, dann müssen wir auch über Leopardgeckos reden. Da gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von Farbvarietäten, von denen die meisten völlig problemlos sind. Das muss man ganz klar sagen. Aber zwei möchte ich rausstreichen. Das ist zum einen die Lemon Frost Morphe, die einfach genetisch ganz offensichtlich eine Prädisposition hat, Hauttumore zu entwickeln. Also diese Tiere neigen, wie assoziiert mit dieser Färbungsvariante dazu, Hautkrebs zu kriegen. Jetzt kann man sagen, naja gut, wenn das nur die Hälfte kriegt, dann haben wir ja immer noch 50%, die kein Ausschuss sind, um es mal böse zu formulieren. Aber letzten Endes muss uns schon klar sein, wir nehmen damit, um diese Farbe zu haben, wohlwollend in Kauf, dass ein hoher Prozentsatz der Tiere schlicht und ergreifend an Krebs erkrankt und da dann ja auch nicht unbedingt wirklich ein sehr angenehmes Leben hat. Das heißt, bedingt durch diese Farbvariante, die man gezielt züchtet, haben die Tiere Schmerzen, Leiden und Schäden, weil sie eben erkrankt sind. Ähnlich ist es bei der Enigma-Variante, auch da gibt es ja einen ganzen Schuhkarton voll verschiedenster Enigma-Varietäten. Und auch da muss man dran denken, die Tiere haben Kreisbewegungen, sie haben Krampfanfälle, sie sind Sterngucker und es deutet alles darauf hin, dass im zentralen Nervensystem die Reizleitung nicht ordentlich funktioniert. Das heißt, ich kann so ein Enigma-Gecko, wenn ich einmal in die Hand klatsche, wie Salzsäule erstarren lassen, weil sein Nervensystem mit Reizen, die von außen kommen, nimmer adäquat umgehen kann. Und das ist halt bei manchen Tieren auch schon, wenn es Futter ins Terrarium wandert. Auch hier muss natürlich von erheblichen Leiden ausgegangen werden. Und auch hier sollten wir uns überlegen, ist uns diese Farbe das wert, dass wir sehenden Auges in Kauf nehmen, dass viele dieser Tiere einfach lebenslang diese Erkrankung haben. Gehen wir ein bisschen weg von den Leos und gucken wir uns die ja nicht geringe Masse an Schlangen an, zum Beispiel, die wir als schuppenlose Tiere mittlerweile kriegen. Das ist vom Anfassen her ganz spannend, fühlt sich an wie so eine Mischung aus zarter Babyhaut und einer Kortisonhaut beim alten Menschen. Und ich glaube, dass das auch durchaus optisch für viele sehr ansprechend ist und es ist einfach was anderes. Häufig ist es ja auch noch kombiniert mit nicht ganz dem Wildtyp entsprechender Färbung. Also gerade bei Kornnatter, rote Tiere, ganz kleine Sattelflecken und so weiter. Da muss man differenzieren. Bei Schlangen ist die Schuppenlosigkeit für meine Begriffe, ist aber rein subjektiv, natürlich eine Behinderung. Dem Tier fehlt ein Organ, das wir, wenn wir es auf Schuppenlosigkeit züchten, bewusst wegzüchten. Solange das aber damit einhergeht, dass die Tiere eine normale Beschuppung am Bauch haben, können sie sich zumindest normal fortbewegen. Wenn aber die Schuppenlosigkeitstendenz auf die Bauchschuppen übergeht, dann müssen wir von einer Qualzucht sprechen, weil, auch das ist wieder Definitionssache, den Tieren Organe weggezüchtet worden sind, die sie für ihr normales Leben, ihre normale Bewegung, ihr normales Verhalten brauchen. Und deswegen müssen wir hier aufpassen und Grenzen ziehen. Wir müssen einfach gucken, okay, wo leben wir diese Spielerei? Ich persönlich finde sie nicht gut, aber meine persönliche Meinung zählt nicht. Wenn ihr sagt, das ist cool und das ist toll, dann bitte darauf achten, dass die Tiere sich normal bewegen können. Wenn man sich aber Schuppenlosigkeit zum Beispiel bei der Badagame anschaut, dann sind wir hier ganz klar in der Definition der Qualzucht drin, weil die Tiere in den Gelenksbeugen, also in der Kniekehle, in der Ellbogenbeuge, in der Achselhöhle, ganz, ganz häufig chronische Hautveränderungen haben. Also im Grunde wie so Schrunden in der Haut, die sich ständig entzünden, wo Flüssigkeit austritt, wo Risse in der Haut sind. Und sind wir ehrlich, so eine scaleless Badagame fällt mal vom Ast und die Haut reißt wie nichts. Also das ist wirklich wie bei einem Menschen, der über Jahre Cortison bekommen hat. Die Haut ist ganz dünn und ganz empfindlich. Hier können wir nicht mehr von einem normalen
Leben ausgehen. Wir können davon ausgehen, die Tiere können bei weitem ihr Verhalten nicht komplett ausleben und sie tragen immer wieder, allein weil die Haut einreißt, Schmerzen, Leiden und Schäden davon. Aber was mindestens genauso gravierend ist, eine schuppenlose Badergame hat keine Bartschuppen mehr. Und wir alle wissen, dass die Tiere das zur Kommunikation nutzen. Und wenn wir Tieren Organe wegzüchten, die sie zur Kommunikation brauchen, dann haben wir im Grunde ein blindes, taubstummes Tier, das mit seiner Umwelt nicht mehr normal kommunizieren und in Interaktion treten kann. Und das muss man ganz erheblich als Leiden betrachten und wir sollten wirklich überlegen, ob wir das wirklich wollen. Weil das hat einfach mit unserem Hobby, mit der Freude an diesen Tieren, auch mit ihrer Ausdrucksweise, mit ihren Verhaltensweisen gar nichts mehr zu tun. Und um jetzt nochmal auf die Schlangen zu kommen, wenn ich mir die domestizierteste Schlange dieser Welt anschaue, dann ist das für mich sicherlich der Königspython. Wir haben mittlerweile ja viele, viele hundert Züchter in Europa, die verschiedenste Farbmorphen züchten, die auch versuchen, neue Morphen immer wieder ins Leben zu rufen. Und wir wissen ja, dass die auch zum Teil exorbitant teuer sein können. Und da müssen wir uns halt überlegen, ich persönlich finde Morphen unnötig, aber es ist legitim, sie schön zu finden. Nur müssen wir da gucken, welche Morphen haben angeborene Probleme. Wir haben hier quasi einen Zustand erreicht, wie wir ihn bei Rassetauben und Zwergkaninchen auch schon haben. Also da wird gezielt selektiert auf bestimmte Merkmale, die man haben will. Wir wissen aber heute, dass es Merkmale gibt, die genetisch an Schäden gebunden sind. Und da ist für mich ein ganz zentraler Punkt das Wobbeln. Klar kann man jetzt sagen, mei, das ist ja wurscht, wenn der sich mal komisch bewegt oder wenn ich dem beim Fressen helfen muss oder wenn der ein bisschen in den Himmel guckt. Das ist von außen betrachtet sicherlich so, aber wir müssen uns ein bisschen überlegen, was passiert in dem Tier. Die haben zum Beispiel, wenn man sich diese ganzen mit Spider-Genen versehenen Königspython-Morphen anschaut, genetisch kein Innenohr. Und das Innenohr ist nicht fürs Hörempfinden wichtig, sondern für die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum. Das heißt, es ist ein Gleichgewichtsorgan. Und wenn ich kein Gleichgewichtsorgan habe, dann kann ich mich in meinem Lebensumfeld nicht ordentlich orientieren. Und ich kann mich auch nicht an meiner Umwelt ausrichten. Ich kann nicht adäquat mich bewegen. Um es mal überspitzt zu sagen, den Tieren ist vom Tag des Schlupfes bis sie sterben schwindlig. Und das ist ganz massives Leiden. Das muss uns klar sein. Das ist nichts, was zu vernachlässigen ist, was aufhört, was geringfügig ist. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir da, und zwar ausgehend aus der Community, ausgehend von den Züchtern, Lösungen suchen müssen, um diese Gene rauszukriegen. Ganz ehrlich, die Hundezüchter haben es uns vorgemacht. Wir haben heute andere Zuchtlinien beim Boxer, beim Mops sogar. Es gibt also wieder Möpse mit Gesicht und Beinen. Das ist machbar und das würde ich mir einfach von den Schlangenzüchtern auch wünschen. Wenn wir jetzt gerade bei den Schlangen bleiben, auch beim Teppichpython gibt es Morphen, die mit Problemen behaftet sind. Wir kennen zum Beispiel die Jaguar und die Jungle Morphs, die auch einen Schaden im zentralen Nervensystem haben und die, wenn die sich ein bisschen aufregen, entweder bretthart werden oder völlig ataktisch, also Bewegungen machen, die unkoordiniert sind, wie Korkenzieherbewegungen, rumschlagen. Und es ist für die Tiere natürlich Leiden, weil sie ihren Körper nicht unter Kontrolle haben, weil sie quasi beim Reiz, der von außen kommt, völlig überreagieren und das teilweise schmerzhaft. Und auch da wäre es eben ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wie gehen wir damit um? Kann man das vielleicht rauszüchten, indem man andere Blutlinien züchtet? Also ich bin gar nicht unbedingt dafür, dass wir das immer gleich mit einem Verbot machen müssen. Aber man sollte schon meines Erachtens aus den eigenen Reihen drauf schauen, was
fabrizieren wir da eigentlich und wollen wir in den gleichen Topf geworfen werden wie die Züchter extremer Bulldoggen, die sehenden Auges Tiere produzieren, die ihr ganzes Leben lang krank sind und leiden müssen. Ich möchte vielleicht noch mal kurz auf die Schuppenlosigkeit zurückkommen. Es gibt die Theorie, dass Tiere ohne Schuppen eine andere Art und Weise der Verhornung der Haut haben. Das heißt, man geht in der Theorie davon aus, dass die Homöostase der Tiere gestört ist, dass sie also leichter austrocknen, dass sie weniger Schutz gegen die Umwelt haben, was Wasserverluste und so weiter angeht. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich kann nur sagen, das, was ich beobachte, was ich im Laufe der Jahre an den Tieren gesehen habe, würde ich das unterstützen. Ich bin aber nicht in der Lage, den wissenschaftlichen Beweis zu führen. Das müssen andere für mich tun. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass so eine Haut, die ihre eigentlich wichtige und lebensnotwendige Struktur verloren hat, auch als Barriere nicht mehr so funktioniert, wie sie sein soll. Wir alle kennen das, allein im Winterhalbjahr, wenn unsere Hautverhornung etwas anders ist, es juckt uns, es ist uns unangenehm. Und wenn wir das vermutlich mit einem Faktor 10 oder 20 multiplizieren, dann könnten wir uns überlegen, ob vielleicht sowas rauskommt wie eine schuppenlose Bardagame oder eine schuppenlose Schlange. Also mein Appell an euch ist, habt ruhig Freude an diesen Tieren. Das ist gar kein Thema. Es soll auch nicht immer so sein, dass man den Eindruck hat, wir wollen alles verteufeln und alles irgendwie... Wir sind keine großen Verfechter von gravierenden Verboten, überhaupt nicht. Aber ich würde mir halt schon wünschen, dass wir da ein bisschen genauer drauf schauen und verantwortungsbewusster mit dem umgehen, was als Nachzucht da rauskommt. Und wenn man im Netz guckt, dann sehen wir ja auch, bei Schildkröten gibt es mittlerweile bei den Schmuckschildkröten alle Varianten an Färbungen und viele davon, wenn man nur die Jungtiere anschaut, sind mit Schildanomalien gekoppelt, zum Teil mit einem Situs inversus. Das heißt, wenn ich diese Farben will, muss ich in Kauf nehmen, dass ich behinderte Jungtiere produziere, einfach wegen der Farbe. Und da denke ich, wäre es schön, wenn wir da gemeinsam einen Konsens finden, bevor von außen ein Verbot kommt, sondern dass wir wirklich sagen, wir handeln verantwortungsbewusst, wir züchten nicht weiter mit Tieren, die Schäden weitervererben, sondern versuchen, dieses völlig legitime Hobby, farbveränderte Schlangen pflegen zu wollen, in eine klare Bahn zu kriegen. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf es mir rauslaufen soll, wohin ich möchte. Und ich hoffe, dass ihr da nicht so fern seid von dem, wie wir denken, weil letzten Endes, wir haben Freude an den Tieren, wir wollen die Tiere nicht verheizen, sondern sie sollen ja im Grunde mit uns leben und uns Freude machen. Und ich finde, Freude an einem behinderten Tier, wenn es nicht durch Zufall entstanden ist, ist für mich ein bisschen schwer zu empfinden. In diesem Sinne, bleibt uns treu, abonniert uns, empfehlt uns weiter, redet mit uns, kommentiert und lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!